Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 143. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich in der letzten Woche Schönes an meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin Uli und ich würde sagen, los geht's. Ja, diese Woche bzw. letzte Woche habe ich diese Abdeckung, die wir jetzt gerade im Hintergrund sehen und gesehen haben, wo ich über die Bilder so ein bisschen hinabspringen lassen. Das ist der statische Teil, für die, die es nicht wissen, in der Mitte meiner Anlage, den ich nicht abnehmen kann von meiner Bahn. Hier vorne links, da hinten rechts in der Brücke, das kennt ihr vielleicht alles oder auch nicht, das sind die abnehmbaren Teile. Und hier vorne, dieser Bereich von dem Signal, wo hier vorne dieser orange-rote Schutzbügel drüber steht, bis zur Brücke ungefähr oder bis dahin, wo das Styrodur da hinten aufhört, das ist der statische Teil an meiner Anlage in der Mitte, von wo aus nach links und rechts sich alles, wie gesagt, aufteilt. Und da hatte ich, manch einer wird es schon gesehen haben, schon seit einigen Folgen diese grüne Hartschaumplatte hier drauf liegen. Das ist so ein kleiner Schandfleck, aber das habe ich mal irgendwann am Abend gemacht. Das saß ich hier in meiner Männerbude so rum und habe überlegt, denke, was kannst du machen? Da hat wieder irgendwas getrocknet und gemacht, wie auch immer. Und da habe ich mir dann diese Styrodur oder besser Hartschaumplatte zurechtgeschnitzt in allen Einzelheiten, wie wir es gesehen haben, wie sie eben aussah. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen lang her. Und wenn ich jetzt übrigens hier erzähle, im Hintergrund läuft was anderes, guckt es euch ruhig im Hintergrund an. Das sind jetzt Sachen, die sind teilweise selbsterklärend, da muss ich nicht viel dazu sagen. Das ist übrigens Weißleim, was da drauf ist. Und habe das dann abends gemacht und habe dann entsprechend da alles zurechtgeschnitzt gemacht. Ich musste Obacht geben, wenn ich die Klappe abnehme, wenn ich die Klappe aufsetze, dass das alles schön passt, weil ja alles hier nach rechts weg, alles was so rechts in meiner Hand ist, das sind ja auch Teile, die ich abnehmen kann, beziehungsweise oben rechts der Fleck, der ist statisch, der bleibt, aber das, was ich hier unten rechts immer so ein bisschen verdecke, wo der kleine helle Fleck ist, da ist auch ein abnehmbares Teil hin. Das ist so um die Ecke rum. Das zeige ich euch alles mal im Detail später noch. Was ich jetzt mache, ich hatte alles mit Weißleim satt eingestrichen, dreimal nacheinander, damit diese Hartschaumplatte, will ja keine Werbung machen, es ist ja auch kein Styrodur, es ist ja Hartschaum, ja, ist ja nicht von BASF. Werbung Ende. Und so sehr ich mich auch angestrengt habe, ja, wie gesagt, Weißleim, bla bla, jetzt bin ich bei dem 3D-Stift. So kleine Spalten hat man trotzdem zwischen dieser Abdeckung und dem Gleis. Und da kommt ja hier vorne zum Beispiel eine Böschung dran. Vom Gleis her kommt ja Schotter dran. Und das muss ja einen Übergang haben. Da kann ich ja keinen Spalt zwischen dieser abnehmbaren Platte, wo ich ja drunter meine Weichenantriebe habe und von wo ich auch die Öffnung steuere für das Hauptmodul. Wer es nicht weiß, ist nicht weiter schlimm. Gleich wieder vergessen. Irgendwann zeige ich es mal. Das muss ja wirklich haargenau und millimetersgenau, also nicht Millimeter, kleiner noch, passen. Deswegen habe ich jetzt hier zur Schienenseite hin diese kleinen Plastikstreifen, die hatte ich mir auf dem 3D-Drucker vor langer, langer Zeit mal gedruckt. Das war irgendwas anderes, ich glaube ein Zaun oder eine Mauer sollte das wären für die Spur Z-Anlage damals. Da habe ich so 7-8 Teile übrig gehabt und die habe ich jetzt als Kante reingesetzt und habe dann entsprechend vorne mit dem 3D-Stift diese Lücken aufgefüllt sozusagen. Jetzt kommt der Teil, wo ich da mit meinem Lötkolben, das mache ich glaube ich so bei 300 Grad, 350, weiß ich gar nicht mehr, ziehe ich das natürlich schön glatt und kann durch einen leichten Druck, den ich so Richtung Gleis gebe, das wirklich ganz, ganz genau zum Schluss bringen, dass da eben ja Landschaft oben drauf kann, ohne dass es beim Bearbeiten mir alles sonst wohin rieselt oder ein sinnlos großer Spalt ist. Wahrscheinlich letzteres, das Hinrieseln, sobald das irgendwann verklebt wurde. Hier muss ich mit einer Videolampe ein bisschen mehr Licht machen, weil sonst sehe ich da nicht allzu viel. Und ja, wie gesagt, das wird absolut passgenau eingefügt. Das wirkt alles ein bisschen albern bei mir, wenn ich sowas immer sage, so immer passgenau hier, passgenau da. Dann guckst du da hoch, dann sagst du, Mensch, da hat er ja ein Loch unter der Bahn, da ist ja das und jenes. Ja, es wird zum Schluss alles perfekt werden in meinem Sinne. Das jetzt setze ich es ein. Ihr seht, das wird so nach rechts reingekippt und kann dann da reingeklickt werden. Ihr habt es vielleicht gerade gehört, dieses Klack. Da ist ein Magnet drunter, der die Platte auch noch nach unten hält. Das ist hier so vorne links so ein bisschen der Bereich. Rechts wird es gesteckt, da rechts drunter. Und dann klackt das vorne rein. Das zieht es einmal
einmal direkt ran und einmal von oben nach unten. Jetzt wird natürlich von vorne das, was ich jetzt mit dem 3D-Stift, das ist ja Plastik, damit das eben auch schön haftet später, auch nochmal mit Weißleim schön eingeklebt, Ventilator dran, sodass das dann entsprechend schnell abtrocknet. 20, 30 Minuten später konnte ich loslegen. Hier rechts sehen wir es. Der Bereich mit dem Schwarz, wo vorne die kleine Kante dran ist, das ist nochmal ein abnehmbares kleines Teilchen. Das brauche ich, wenn ich nämlich das mal hochklappen muss, damit ich an die Stromanschlüsse von den Weichen rankomme. Und das da hinten ist der statische Teil mit und hier vorne baue ich mir jetzt sozusagen einen Übergang, dass ich ja alles schön abgeschlossen habe nach vorne. Es ist schwierig. Jetzt seht ihr, wie man es rausziehen kann. Und das Teil da, das kann man dann auch noch mal rausziehen. Das ist natürlich ein bisschen fummelig, aber okay. Ja, jetzt machen wir den Zeitsprung eine Woche. Wir sehen schon im Hintergrund, was ich da gemacht habe. Das blenden wir mal gedanklich gerade alles aus. Das wollte ich aber euch jetzt nicht vorenthalten. Die Platte, die hatte ich dann schwarz gemalt gehabt, die lag da ewig rum. Manch einer wird das gar nicht mitbekommen haben von euch. Warum auch? Weil ich ja nichts dazu gesagt habe. Ihr kennt ja meine Bahn wahrscheinlich gar nicht auswendig. Warum auch? So, und jetzt habe ich mich entschlossen, hier vorne ein Klebeband dran zu kleben, da wo die Platte abhört, aufhört. Meine Herren, ich blende es nicht aus, wenn ich mich verspreche, weil das mag ich nicht immer, diese Zeitsprünge so. Und Weißleim ordentlich drauf, Erde. Ich mache alles mit Erde. Ich werde nicht eine Landschaft bemalen, die ich vielleicht mit Gips oder mit Spachtelmasse oder mit irgendwas bearbeitet habe, Farbe drauf, Streu drauf, das mache ich nicht. Bei mir kommt überall eine Schicht Erde. Das heißt, wenn ich in die Natur rausgehe, habe ich da auch keinen Gips mit Gras oben drauf. Nein, bei mir kommt da Erde unten drunter. Zumal die Landschaft so wirklich ganz, ganz anders wirkt, wenn da Erde drunter ist. Weil ich lasse das so ein kleines bisschen buckelig werden. Das ist nicht weiter schlimm. Natur ist ja auch nicht alles gerade. Dann lasse ich die kleinen Steinchen, die wir überall hier sehen, die lasse ich alle drauf. Die werden, die kleben mit fest. Die gucken dann aus dem Gras oben raus. Das wird wirklich eine Fläche, die einer... Es wird ja keine Graslandschaft hier vorne. Hier kommt ja so ein bisschen Wald hin. Die dem Ganzen gerecht wird. Und ihr seht, ich kann sie jetzt schon abheben, weil der untere Teil wurde ja schon mit Weißleim vorhin eingepinselt und aufgetragen. Jetzt kippe ich es dann wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich kippe es ab. Es ist für mich wieder schon ein bisschen her, was ich euch hier zeige. Es ist nicht ganz top aktuell. Deswegen konnte ich auch den Wochenzeitsprung machen. Es dauert alles mit Trocknen. Jetzt seht ihr schon, das Klebeband kann abgemacht werden und hier vorne hängen so kleine Steinchen dran. Oben liegen kleine Steinchen drauf. Finde ich persönlich super. Das bleibt da. Ja, das soll eben dann wirklich, wenn der Waldboden da später gemacht wird, das soll wirklich schön wirken. Und am Anlagenrand so die kleinen Steinchen von da rausgucken, herrlich. Dann hatte ich alles mit Kleber reingemacht, weiß gar nicht, ob ich es zeige. Jetzt mache ich erstmal die Platte sauber, das, was alles so runtergerieselt ist, in die Weichen rein. Ihr seht schon, der Hintergrund sieht jetzt wieder anders aus. Ich habe immer die Zeitsprünge hier drin. Aber das ist schon völlig in Ordnung. Ich komme auf den, nee, der sieht nicht anders aus, der Hintergrund. Darauf komme ich separat nochmal. Weil da kommen, in der nächsten Woche werde ich euch das wahrscheinlich zeigen, richtig fette Schwierigkeiten auf mich zu, was die Weichen angeht. Zeige ich euch aber. Habe ich alles lösen können? Es funktioniert alles prächtig. Aber die Probleme, die ich dabei hatte, das kommt, wie gesagt, dann nächste Woche. Das möchte ich euch dann natürlich noch zeigen. Hier vorne dieser Stab, der hier drin ist, das ist die Verriegelung für das linke Modul. Das kann ich dann so rausziehen und dann löse ich sozusagen die Sperre für das Ganze. Ja? Und ja, jetzt sehen wir es hier nochmal. Jetzt habe ich hier vorne an der Kante, wo das bisschen schwarz ist noch, das stört nicht. Das heißt, da möchte ich auch noch ein bisschen Erde drauf haben, damit das eben bis zur Kante vorne schön gleichmäßig alles wird, mit Erde bedeckt ist. Da wird teilweise vielleicht gar kein Streu mehr später sein. Ja? Man sieht also dann wirklich die Erde, wenn man so auf einer Platte oder von der Anlage von vorne guckt, sieht man tatsächlich dann die Erde unterhalb des Grases sozusagen. Das soll ja, wie ich mal sagte, sein, als wenn ich das zerschnitten habe mit dem Messer. Und ihr seht jetzt schon an dem Fortschritt, den ich hier mache, dass ich jetzt in dem Bereich langsam ankomme, wo die eigentliche Gestaltung beginnt. Ich arbeite mich wirklich so Schicht für Schicht auf meiner Anlage durch. Den ganzen Styro-Hartschaum-Mist, den habe ich jetzt im Grunde genommen hinter mir gelassen. Ich habe auch diese riesigen Flächen alle hinter mir gelassen. Ich habe schon schöne Sachen bearbeitet. Ihr werdet auch bald sehen, dass ich die Hintergründe alle fertig mache, die ich neulich schwarz gemacht habe. Auch da bin ich schon wieder am Arbeiten. Und so mache ich das Schicht für Schicht praktisch auf der Anlage durch. Und jetzt sehen wir schön, dass auch die Kante nach vorne schön ordentlich ist. Also das ist, wie gesagt, meine Anlagenkante, was jetzt nach oben zeigt. Und jetzt wird das fertig gemacht. Jetzt spritze ich hier Alkohol auf
die wirklich extrem trockene Erde. Da könnte ich kein Wasser-Weißleim-Gemisch aufmachen, das würde sofort oberflächlich runterlaufen. Deswegen hier Alkohol drauf, das hat gestunken wie Hund bei mir im Zimmer jetzt hier. Ich habe hinter mir die Lüftung angehabt, damit ich das ein bisschen absaugen konnte. Aber jetzt trinkt das Wasser-Weißleim-Gemisch natürlich entsprechend schön ein, in die doch relativ harte Fläche schon. Und ich mache da wirklich satt. Also diese gesamte Fläche, wo jetzt hier Erde drauf ist, die gesamte Erde ist richtig durchtränkt mit Wasser-Weißleim. Das ist nicht nur ein bisschen, das habe ich 2-3 Mal gemacht. Das heißt, ich wiederhole das Ganze, was ich jetzt hier zeige, so oft, bis die Fläche irgendwann keinen Tropfen mehr aufnehmen kann. Und so oft auch mal zur Frage, wie ich die Erde vorbehandle, was ich damit so mache, ob ich die erhitze. Nein, die erhitze ich nicht. Ich habe das am Anfang mal gemacht. Aber dadurch, dass das so eine steinharte Oberfläche wird, da wächst nichts. Das ist ja nachher auch so trocken, wenn es ausgetrocknet ist jetzt hier. Ihr seht, es ist eine wunderbare Fläche. Und guckt euch mal das mit den ganzen Steinchen an. Ich weiß, ich habe es vorhin schon gesagt, aber das wirkt doch wunderbar, oder? Wenn man sich das anguckt und das wirklich so passgenau jetzt auf die Anlage drauf zu bringen, diese abnehmbare Fläche, das war die Intention im Grunde genommen von dem, was ich euch heute zeigen wollte. Also eine relativ kleiner Fortschritt für viele. Für mich war es eine große Arbeit, aber mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Und ja, das war's, was ich euch diese Woche zeigen wollte. Nächste Woche, wie gesagt, geht es um den ganzen Rest. Da kommen die ganzen Gleise und Weichen. Da geht es richtig hoch her. Und da freue ich mich schon drauf. Und da würde ich sagen, macht's gut. Bis nächste Woche. Euer Uli, aka, Trendrings. Ich wollte Aquapinter sagen. Macht's gut.